Bei meinem Malkurs, den ich in Bremerhaven gemacht habe, da habe ich einige klassische malerische Genres kennengelernt und auch praktiziert. Also ich habe zum Beispiel einige Stillleben gemalt, musste dann sehr schnell allerdings feststellen, dass es kaum möglich ist, auf Schiffen Stillleben zu malen, weil durch den Seegang ja auch nichts still liegen bleibt. Dann habe ich auch eine ganze Reihe Landschaften gemalt, bis ich dann kein Blau mehr hatte. Und auch ans Porträt habe ich mich herangewagt. Ich wollte einmal einen kanadischen Schwertfischer porträtieren, mit 2 Meter langem Schwertfisch auf dem Arm. Und als ich gerade den Pinsel ansetzte, schlug der Schwertfisch, der anscheinend doch noch nicht tot war, aus und schlitzte mir die Leinwand 2-mal auf. Diese Technik des Leinwandaufschlitzen hat dann ein Maler, ein italienischer Maler namens Lucio Fontana von mir abgeguckt und eine Riesennummer rausgemacht. Also der hat alle seine Bilder dann aufgeschlitzt und Haufen Geld verdient. Also ich finde es hier ein bisschen pietätlos, also nicht nur, weil er mir die Technik geklaut hat, sondern weil der kanadische Schwertfischer, den ich porträtieren wollte, damals bei meinem Versuch, ihn eben zu malen, ums Leben kam, als der Schwertfisch ihn aufspießte. Musik